Schon in wenigen Wochen findet die Seelsorgekonferenz in Wiedernitz statt, zu dem zentralen Thema die Kraft des Kreuzes Jesu. Schon kurz nach Tod und Auferstehung Jesu gab es Anfragen. Ist er wirklich auferstanden? War er wirklich gestorben? Ist es wirklich Sündenvergebung? Und genau diese Fragen gibt es heute in ähnlicher Form. Warum musste Gott seinen Sohn sterben lassen? Warum braucht er sein blutiges Opfer? Ist das nötig, um Sündenvergebung zu erlangen? Fragen zu stellen ist nicht falsch. Und der Hauptreferent Professor Redl liebt es, über gute Fragen nachzudenken und biblische Antworten zu geben. Und das ist sein Herzensanliegen für diese Seelsorgekonferenz. Jesus lädt uns ein, gegen allen Augenschein zu glauben, dass die Fülle des Lebens, die Erfüllung unseres Lebens in Jesus ist. Am Kreuz empfangen wir nicht alles, was wir uns wünschen, aber wir bekommen alles, was wir brauchen. Daneben haben wir verschiedene Seminarreferenten, wie Frauke Bielefeld, die über das Thema sprechen wird, Jesu Leid und unser Leid. Und sie selbst hat Krankheit und Leiden erlebt. Für Gemeinden, die weiter als 150 Kilometer entfernt von Wiedernitz sind, gibt es die Möglichkeit, die Seelsorgekonferenz per Internet live zu übertragen. Ich würde mich freuen, euch bei der Konferenz hier in Wiedernitz begrüßen zu dürfen.